Tja, wenn ihr fragt, warum ich den Schrein verlasse, ganz einfach. Außerhalb haben wir keine innerhalb haben wir keine Chance gegen den Kerl. Er wird keinen Schaden nehmen und das ist kein Scheiß. Tschüss, seit wann ist der denn so scheiße stark? Ja, das war ein Satz mit X, das war wohl nichts. Selbst obwohl ich ihm Schaden zufüge, nimmt er keinen. Ich verstehe es nicht ernsthaft. Jetzt habe ich ihm aber richtigen Schaden zugefügt. Fuck, wo ist der? Ich kann nur sagen, es gibt auch stärkere Gegner. Ja, Zero Shots, eigentlich Fatal Frame. Wie das japanische Original auch heißt. Oh, nein. Ja, das heißt so, das... Oh nein, war jetzt auf den Kerl bezogen. Auf seine Position. Mehr. Wenn ich jetzt meine goldenen Filme auf den verknipsen, wäre es total einfach. Am Ende des Spiels bekommen wir auch einen Rang und ich möchte sagen, ich habe es noch nie geschafft, dieses Spiel mal mit Höchstrang durchzuspielen. Ich hatte auch nur einen Kampf mal im Höchstrang, und der S-Rang, also einen Kampf im Kampfmodus, den wir auch noch freischalten können. Persönlich hab ihn schon. Ein Shinto-Tor an einem unbekannten Ort ist auf dem Foto zu sehen. Was soll an diesem Shinto-Tor sein? Unbekannter Ort, hä? Schaut mal bitte auf den Hintergrund. Spezialschuss und Zero-Schuss. Perfekt. Egal, der Kerl ist besiegt und ich habe meine Ruhe. Ja, normalerweise kriege ich nichts, lag jetzt an dem Viehwasser, auf mich zugeflogen ist. Ja, wie gesagt, normalerweise hier ein Geist. Keine Ahnung, ich habe keinen Bock, mich jetzt mit dem zu befassen. Ich bitte, wie ihr gleich sehen werdet, alle Upgrades für die Kamera. Was ist das denn? Nee, hier nicht. Kamera, hier ganz unten. Mh. Ja, also ihr seht, ich besitze alle Filmtypen, ich besitze alle Dingsbums-Grundfunktionen, ich besitze alle Bonusfunktionen, nur Sonderfunktionen fehlen mir noch welche, zwei Stück. Ich weiß bis heute nicht, wie ich die noch freischalten kann. Aber ich möchte jetzt auch keinen Spoiler dazu in meinem Video, kapiert? Es tut mir leid, aber na. Ja, es tut mir auch leid, unten am Shinto-Tor ist eine versteckte Tür, dahinter ist etwas. Buddha ohne Kopf. Der Kopf ist beschädigt und blutrot angemalt. Ja, ich möchte, ja, und ein Dokument. Geist des, Geist der Seiljungfrau beerdigen. Fünf Buddhas zu ihren zerfetzten Gliedern legen. Als Dokument in Akte gelegt. Ja, ich möchte mich auch nochmal für meine Aussage von vorhin entschuldigen. Ich werde keine, ich verpflichte mich zu nichts. Ich wollte damit nur einfach sagen. Ein Notizbuch liegt auf der Treppe. Die meisten Seiten sind herausgerissen. Also, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ich werde es noch gleich ergänzen, was ich sagen wollte. Teil des schwarzen Notizbuchs. Ich gehe gleich zum Schrein tief drin in der Villa Himuro. Dort soll ein Teil des echten heiligen Spiegels liegen. Der Fluch hat bereits Spuren auf meinen Arm und Bein hinterlassen. Es gibt kein Entkommen. Nun kann ich nur noch versuchen, das Höllentor wieder zu versiegeln. Das ist meine letzte Chance. Ich habe schon vier der Buddha-Statuen, die ich brauche. Ein Teil des Spiegels fehlt noch. Und ein altes Dokument habe ich auch gefunden. Das verrät, wo sich die fünfte Statue befindet. Ehrt den Buddha unten am großen Tor, damit die Seelen der bedauernswerten Jungfern den Himmel greifen können. Wenn alles gut geht, wird nie jemand die Notizen zu Gesicht bekommen und ich kann sie in meinem nächsten Buch verwenden. Abschließend möchte ich meine Assistentin und Partnerin Tomoe Hirasaka danken.
ohne die Worte, die sie mir hinterlassen hat, hätte ich dieses letzte Werk nie vollenden können. Sollte ich nicht zurückkehren, bitte ich darum, dass man sie mit einer angemessenen Beerdigung ehrt. Junsei Takamine, am 15. September. Abschiedsbrief des Schriftstellers in die Akte gelegt. Ja, also nochmal, um auf die Verpflichtung zurückzukommen. Es tut mir ehrlich leid, aber ich möchte auch sagen, es gibt immer wieder Leute, die der Meinung sind, nur weil man sowas anfängt, muss man es auch zu Ende bringen. Tut mir leid, aber wenn ich keine Zeit habe oder vielleicht auch einfach keine Lust, dann höre ich halt fürs Erste auf. Das ist nun mal so. Vier Buddhas in einer Reihe, in der Mitte ist Platz bei den Fünften. Buddha mit beschädigtem Kopf hier hineinstellen, ja. Buddha-Statue mit beschädigtem Kopf zwischen die vier anderen gestellt. Ja. Der Sockel hat sich geöffnet, darunter liegt ein Raster mit 3x3 Öffnungen. Tja, ihr seht nichts, aber ich möchte es euch einfach mal zeigen, ich möchte mal jetzt nicht so sein. Und da habe ich den einen Film jetzt mal übrig, um euch was zu zeigen. Eine Reihe von Buddha-Statuen ist über den Öffnungen im Sockel zu sehen. Also ich hätte es auch ohne gekonnt, aber ich wollte euch halt zeigen, dass sich da was verändert jetzt. Doch nicht? Ach so. Okay, doch, jetzt nämlich. Ja. Schon gesagt, also ich denke mir auch ehrlich gesagt, dass ihr keinen Bock habt auf ein Let's Play von jemandem, der einfach keine Lust mehr hat, weiterzumachen. So, und jetzt bin ich mal leise, jetzt kommt nämlich gleich eine Videosequenz nochmal. Ich habe ein leises Geräusch gehört. Ist das jetzt offen? Wir sehen einen Geist, den wir auf gar keinen Fall töten können. Ihr seht, wegrennen ist auch nicht möglich. Tot! Tut mir leid, dass ich jetzt so ein Wipe hier hinlege, aber... Naja. Konnte man einfach nichts machen. Konnte man einfach nichts machen. Wie versprochen, ich werde auch mal speichern. Und danach direkt diese Aufnahme unterbrechen. Auf jeden Fall, also das war jetzt die erste Nacht. Demnächst kommt die zweite, aber nicht jetzt, direkt im Anschluss. Also ich muss die ganzen Videos von über einer Stunde bearbeiten und so. Naja, tschüss und viel Spaß bis zum nächsten Mal. Also ich hoffe mal, dass ihr dabei bleiben werdet.